So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder mal was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn irgendwann in den letzten 200 Jahren haben wir mal Burger für euch getestet. Das ist nichts Besonderes. Wir testen ja öfters Burger, egal ob die hier irgendwo bei der Wacholderschenke. Gut, da habe ich noch keine getestet für euch jetzt. Da ist immer zu dunkel gewesen. Jetzt muss ich gucken, wenn das im Sommer oder so, wenn man da wieder draußen essen kann, die Restaurants aufhaben, sich da mal so einen fetten Burger gönnen, euch mal zeigen. Aber wir haben schon auf Burger getestet und wir waren mal im Kaufland und haben gesehen, neu. Da gab es neue Burger, die wir letztens getestet haben. Vielleicht erinnert ihr euch noch hier an den Kollegen Cheeseburger, ja? Der Cheeseburger Classic Style mit... Keine Ahnung, steht hier nichts drauf. So, ist eigentlich auch egal, was da drauf ist. Den haben wir auf jeden Fall letztens mal getestet, den Cheeseburger Classic Style. Dann gab es den Spicy Chicken Coleslaw Burger. Das fand ich ja so interessant, weil so einen Burger habe ich noch nie gesehen und kannte ich noch gar nicht. Cheeseburger, klassisch, also das ist ein normaler klassischer Burger. Hier dieses Hähnchen mit diesem Krautsalat drauf, alles war eine besonders richtig heftige Mischung. Wollte ich also probieren, deswegen wollte ich den mitnehmen und damit er nicht alleine ist, haben wir den mitgenommen. Ich habe euch gefragt. Ob ihr die schon mal gesehen habt, gab es nämlich im Kaufland und jetzt hat Pupsi gesagt, sie hat eine dritte Sorte entdeckt. Nach dem Cheeseburger Classic Style und dem Spicy Chicken Coleslaw Burger hat sie auch noch einen Beef und Bacon Burger gefunden. Und den wollen wir uns heute mal reinziehen, ob der auch so gut ist. Burger Patty aus zum Teil fein zerkleinertem Rindfleisch, gewürzt gegart in einem Hamburger Brötchen mit Sesam, mit einer bekannten Burgersoße mit Frühlingsspeck gebacken, geräuchert, eingelegten Tomaten und eine Schmelzkäsescheibe. Okay, also der einzigste Unterschied ist eigentlich, weil da ist ja Käse drauf, da auch, hier ist halt dann Bacon drauf, da ist dafür vielleicht noch ein bisschen Grünzeug drauf. Den wollen wir uns in der Mikrowelle machen und gleichzeitig habe ich gedacht, ich habe heute so einen Hunger, ich esse einfach alle vier, beim 7.4., 16.4., 7.4., ich esse einfach vor allem alle drei Burger und zu den Burgern gönnen wir uns einfach noch diese Packung Nuggets, das ist 1 Kilo Nuggets in der Packung drin, das sieht doch auf jeden Fall gut aus. Da können die Burger dazulegen. Einen links, einen rechts, einen in die Mitte. Reicht so fürs Thumbnail. Drei Burger und Nuggets. Die gab es übrigens auch im Kaufland. XXL Chicken Nuggets im Backteig Mandel. Auch aus fein zerkleinertem Hähnchenfleisch. 8% flüssig Würzung geformt. Vorgegart, paniert, vorfrittiert. Ich habe keine Ahnung, wie ich die jetzt mache. Packe ich die in den Ofen, dass die wieder Kohlraben schwarz werden. Packe ich die in die Mikrowelle. Das wäre vielleicht mal was Cooles für die Challenge. Einfach 1 Kilogramm Nuggets essen. Aber ich möchte jetzt einfach die Burger loswerden. Da eine Beilage dazu vielleicht. Wenn es das noch öfters gibt, werde ich vielleicht mir mal noch so eine Packung holen. Und werde vielleicht mal gucken, dass ich das für eine Challenge so teste als 1 Kilo. Ich werde das jetzt trotzdem versuchen im Ofen zu machen. Den Burger in die Mikrowelle. Und dann melden wir uns gleich zurück, wenn wir den Burger testen. Ja. Ich mache jetzt also den. Bis zu den Füße. So, da kam gerade eine Obstfliege raus. Das sah auf jeden Fall so aus. Jetzt stellen wir den mal zur Seite. Gucken uns den mal an. Sieht er gut aus, ne? Das ist jetzt also scharfe Tomate. Riecht wie eine heftige Tomatensoße. Jetzt haben wir es auch mal live auf Kamera, damit ihr seht, wie das ist, weil die sind ja vakuumisiert, das sage ich jedes Mal dazu. Und wenn die dann einfach in der Mikrowelle aufplustern, die werden immer dicker, immer höher und irgendwann macht es dann BOOM und dann macht es einen Riesenschlag und dann platzt das auf. Ihr müsst das dann trotzdem aufziehen, aber eigentlich habt ihr hier, ne, vor allem mit Mütze, hat das immer hier eine Mütze drauf. Ihr habt den Burger, der dampft hier richtig. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist aber jetzt der Hähnchenburger. Ich würde, damit er schön abkühlt, den einfach mal aufklappen und so hinlegen. Obwohl das sinnlos ist, weil das ganze Kraut jetzt auf einer Seite ist. Aber gut, so kann das vielleicht besser abdampfen. Wir nehmen uns
den eigentlichen Beef Bacon Burger. Das habe ich damals nie hingekriegt. Ich habe die halbe Packung auseinandergerupft. Aber ihr seht ja, wenn das hier schon ein bisschen angeritzt ist, dadurch, dass es dann Bums gemacht hat, ja, könnt ihr das hier aufziehen. Aber vorsichtig, das ist meistens übelst heiß. Sonst verbrennt ihr euch den ganzen Oschi. Das ist jetzt der Bacon, Beef Bacon. Wenn wir das aufklappen, seht ihr das? Wie hier drin... Hier drin einfach der Bacon rumfliegt. Hier ist noch lauter Käse, da ist Bacon drunter. Wir müssen das auch mal so aufklappen, dass das hier ab... Ja, toll. Und hier haben wir den Cheeseburger. Was damit passiert ist, weiß ich nicht. Hier ist einfach der ganze Papp ab. Dieser Drecksbeutel ist noch da drauf. Also man braucht das hier irgendwie gar nicht mehr. Wir müssen das aber trotzdem mal aufziehen irgendwo an irgendeiner Seite. Gut, irgendwie geht das nicht aufziehen, merke ich gerade. Beziehungsweise ist das doch jetzt. Was ist damit passiert? Eigentlich gehen die immer hoch, aber der ist irgendwie komplett platt gedrückt. Einfach nichts. Jetzt hätte wirklich die Bombe eingeschlagen. Dass also der Cheeseburger jetzt einfach nur noch hier in diesem Sack und einfach halt, naja, stehe ich nicht. Wir tun den mal auch hier aufmachen, dass er ein bisschen abkühlt. Legen das mal hier oben rein, drehen das mal kurz um und zeigen euch mal, wie komisch das jetzt aussieht. Das ist jetzt der Cheese, ja, Käse, Fleisch. Das ist der Chicken, Spicy Chicken und das der Ham. Seht ihr den Ham? Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch warten wollen, bis die Nuggets fertig sind. Adi sitzt auf jeden Fall auch bereit. Wir können auch mal in den Ofen gucken. Oh, da brutzeln die Nuggets vor sich hin. Die können wir also vielleicht jetzt auch gleich raustun. Vielleicht ein paar dazu snacken. Muss ich mir dann auch, vielleicht packe ich die in eine Schüssel oder irgendwas. Pupsi will vielleicht auch irgendwas davon haben. Adi, willst du auch mal in den Ofen? Ja? Nuggets! Da freut sich der Adi wieder. Ich werde jetzt erstmal versuchen, trotzdem den Burger so zu probieren. Und es geht ja eigentlich nur um den Geschmack. Ihr wisst auf jeden Fall, was auf mich noch zukommt. Bacon ist halt recht sparsam. Ich sehe hier eine komische Scheibe von dem Bacon. Also das ist wirklich alles, was an Bacon da drauf ist. Mehr ist das nicht. Das Fleisch ist ja vom Burger halb runter gerutscht. Unter dem Fleisch ist auch nichts mehr. Wir klappen den also nochmal zu. Wir nehmen den jetzt mal hier raus mit diesem Teller. Obwohl, man kann da ja auch nicht reinbeißen, also wir müssen den Teller ja trotzdem abmachen. Suchen uns die Stelle, genau, hier vorne war der Bacon am meisten. Beißen da einfach mal rein, auch wenn das noch komplett heiß ist. Nein! Auch nein, auch wenn es noch komplett heiß ist. Mmh. Okay. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, nachdem der Ofen kaputt war, ist die Mikrowelle jetzt auch noch kaputt. Der Chicken war auf jeden Fall richtig genial. Der Cheeseburger war auf jeden Fall richtig genial. Jetzt probierst du hier diesen Bacon. Er sieht nicht nur lumpig aus. Der ist auch irgendwie total süßlich. Schmeckt nach irgendwelchen unaufgebackenen Sonntagsbrötchen. Und Bacon merkst du wirklich gar nichts. Alles ist nur matschig. Die anderen waren auf jeden Fall viel besser. Die anderen, richtig gute Sache. Wahrscheinlich hast du das im Kaufland in Meiningen gesehen. Im Kaufland in Hildburghausen gab es die nämlich nicht. Da gab es nur die zwei anderen Sorten, weil Kaufland in Hildburghausen hat gesagt, weg damit. Wir brauchen keinen Bacon, die anderen sind gut. Kann ich also nicht empfehlen. Das, was ich jetzt so mitgekriegt habe, ist einfach der schlechteste Burger von den dreien und auch von vielen anderen. Wenn ihr aber die Möglichkeit habt, mal diesen Chicken Coleslaw zu probieren,
Mach das mal. Der ist wirklich so genial. Pupsi hat sich davon ganz viele noch geholt nachträglich. Meine Mutter wollte die unbedingt haben, hat gesagt, ihr könnt mir auch mal einen mitbringen. Der war richtig lecker. Der Cheese, weiß man ja, ist nichts Besonderes, hat aber trotzdem Geschmack. Damit kann man nichts falsch machen. Aber Bacon, der Bacon hat jetzt richtig reingeschissen. Also, Adi, möchtest du den Bacon haben, ja? Du Bacon? Tobago? Wollen wir mal aufmachen? Willst du nochmal gucken? Guck mal, Bacon. Riecht nach süßen Brötchen einfach nur. Das riecht schon, wie wenn ihr beim Bäcker irgendein süßes Gebäck gekauft habt. Und irgendwie ist das alles einfach nur frampfig und matschig. Also ich habe es mir anders vorgestellt. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.